Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Es läuft die globale Erwärmung bei uns. Der Grund ist, Groudon ist zurückgekehrt und erhält nun die Welt mit seinem Licht. So, hier finden wir ein Protein. So, jetzt haben wir uns ein bisschen abgekühlt, indem wir mal schnell unter Wasser waren. Denn in diesem Part werden wir gegen Girl kämpfen. Das wird ziemlich heiß. So. Und ich glaube, fürs Erste fliegen wir nach Cineroville, wo die Ursache allen Übels sich in der Urzeithöhle befindet. Ja, auch hier in Cineroville scheint die Sonne. Die scheint hier überall. Im gesamten östlichen Bereich Höhens. Wäre eigentlich cool, wenn zwar in der längeren Zeit, wenn man nicht gegen Gordon kämpft, dass dann plötzlich die Seen austrocknen. Das wäre ganz cool eigentlich. Also ich zeige euch schnell, welcher Bereich hier alles von der Sonne behellt wird. Nämlich dieser Bereich hier von hier bis, ja hier, also dieser ganze östliche Bereich Höhens ist nur mit einer ganz hellen Sonnenstrahl-Dings bestrahlt. Ich bin so schön verstrahlt. Und hier sind gar keine Leute auf der Straße. Wie kann das sein? Die Tür ist zu. Warum sind denn alle in ihre Häuser? Ist aber komisch. Die verstecken sich wahrscheinlich, weil sie Angst haben oder weil die Hitze hier draußen so unerträglich ist. Aber natürlich überlebt ein kleines Kind das Ganze. Aber ich weiß nicht warum. Aber ich habe richtig Angst. Warum hast du Angst? Es scheint doch nur die Sonne. Ist doch schön. Jeder im Ort hat sich zurückgezogen in sein Haus und bleibt auch dort, dieses Wetter. Ob dies die Ouvertüre von etwas ist? Okay, gehen wir mal hier raus. Hier ist echt kein Schwein mehr auf den Straßen, sag ich mal. Xenero willst, obwohl Xenero gar keine Straßen hat. Ah, was ist passiert? Ach, das war Groudon. Mehr ist es nicht. Dieses Wetter. Wurde etwas aufgeweckt? Ja, das war Groudon. Und ich würde sagen, für Groudon, ich werde Groudon fangen. Kaufen wir uns Superbälle. Und zwar 50 Stück. So, 50 müssten reichen für Groudon. Auch wenn Groudon sehr schwierig zu fangen ist. Ich werde halt dann mehrmals resetten. Alle Häuser sehen zu. Alle Häuser sind verschlossen. Alle Häuser sehen zu. Keiner ist mehr auf der Straße. Hier waren wir eigentlich noch gar nicht. Was? Hier waren wir doch. Was? Ich weiß nicht, haben wir hier dieses Haus angeschaut? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, also ich will euch jetzt nicht mehr so lange auf die Folter spannen. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, da ist Tron Vasili, der Arena-Leiter von Cineroville. Kevin, du bist auch hier bei diesem Sonnenschein? Oh ja, hast du verstehen. Was? Hast du ver. Was? Was? Oh ja, kannst du verstehen, was mein Freund gerade sagt? Mein Name ist Vasili. Ich bin der hiesige Arenaleiter. Ich bin auch damit beauftragt, die Urzeithöhle zu schützen. Dieser Sonnenschein wird durch eine Kraft in der Höhle verursacht. Das ist die rote Kugel. Ich verstehe, folge mir. Drei mächtige Trainer in einer Kolonne, sag ich mal. Dieser Sonnenschein. Menschen und Pokémon brauchen Sonnenlicht zum Leben. Aber warum verursacht dieses Licht so viele Probleme? Die Sonnenstrahlen über Xenero werden immer intensiver und bald wird es in ganz Höhen zu heiß. Und wenn das passiert, dann wird Höhen eine Wüste sein. Das müssen wir verhindern. Die Urzeithöhle ist dort drüben. Niemandem in Xenero ist es erlaubt, die Urzeithöhle zu betreten. Aber du musst hineingehen, zusammen mit der roten Kugel. Du musst gehen, egal was dich im Inneren der Höhle erwartet. Kevin, ich hätte nie vermutet, dass du die rote Kugel bei dir trägst und dabei hast.
Dir wird nichts passieren. Mit deinen Pokémon an deiner Seite schaffst du's. Davon bin ich überzeugt. Ich will jetzt nicht. Tut mir leid. Ich traue mich nicht. Okay, ich muss da rein. Kann ich jetzt noch raus? Na, ich kann ja jederzeit gehen und kommen. Na, ist ja cool. Okay, dann mache ich hier gar nichts mehr und, Ach, wir müssen hier rein. Verdammt, ich habe hier vergessen, da brauchen wir Blitz hier drin. Weil hier drin ist es scheiße dunkel. Aber jetzt hier noch nicht, erst später, wenn wir im... Erdbeben! Wenn wir ein paar Stockwerke oben sind, dann wird es dunkel. Und neblig auch noch. Das war vielleicht ein Problem im Saphir Let's Play, ein riesiges Problem, aber wir haben es ganz gut lösen können damals. Oh, okay, ist hier doch nicht dunkel. Nur neblig. Da verwechsel ich das wahrscheinlich mit einem anderen Edition, wahrscheinlich mit der Smart Edition. Oh, ein Item. Cool. VM7, das ist Kaskade. Das könnten wir theoretisch in die Pokémon-Liga, allerdings brauchen wir noch zuerst den Orden dafür. Das Erdbeben wird immer stärker. Ich mach mal kurz Stopp. Und hier bin ich wieder. Das ist der Unterschied in der Rubin-Edition. In der Saphir-Edition sind die Kristalle hier an der Wand blau, in der Rubin sind sie rot. Und außerdem ist hier Lava statt Wasser, wie in der Saphir-Edition. So. Jetzt wird's spannend. Die rote Kugel von Kevin beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Und alles ist rot. Oh nein. Hallo Gordon. Na, schönen Tag heute, was? Wortspiel. Die Dürre verursacht Sonnenstrahlen. Und wir können dieses zu unserem Vorteil nutzen, nämlich mit Solarstrahl. Der trifft nämlich sofort in der ersten Runde. Es war jetzt eigentlich Glück, dass wir Tropius an erster Stelle hatten. Oh, Feuersturm! Also Gordon ist kein Feuer-Pokémon, was viele vermuten, es ist ein Boden-Pokémon. Und zwar nur ein Boden-Pokémon. Auch wenn es heftige Feuerattacken drauf hat, wie Feuersturm hier jetzt zum Beispiel. Jetzt wechseln. Blöser, komm her. Kühl mal dieses Gordon ein bisschen ab, wobei das könnte ihn killen. Ich muss jetzt anders vorgehen, und zwar mit... Ich probier's mal mit Erdbeben, vielleicht ist Erdbeben nicht so heftig. Er erhöht seinen Angriff, das ist nicht gut. Der Kampf wird noch länger dauern, und wenn er seinen Angriff erhöht, dann kann es gefährlich für uns werden. So, in Saphir Let's Play habe ich ja damals Kyogre besiegt, weil ich keine Lust darauf hatte, es zu fangen. Und weil ich damals noch auf 15 Minuten beschränkt war, deswegen musste ich es damals kurz machen. Jetzt allerdings haben wir unendlich Zeit. Boah, super geschwächt. Geht noch Paralyse, also das können wir Gordon mit Donnerwelle nicht paralysieren. Haben wir denn was anderes? Logo haben wir nichts. Nein. Absorb haben wir auch nicht. Wir haben kein Stauswert mehr übrig. Schade eigentlich. Ich probiere es jetzt mal mit dem Ball und hoffe, dass wir es schaffen werden. Wir haben hier mehrere Bälle, das ist gut. Mit dem Ball. Okay, er schmeißt den ersten Überball. Seht, legendäre Pokémon springen sofort auf. Besonders Gyarados ist eines der schwierigsten Pokémon, die man fangen kann. Also ich habe Gyarados, Kyogre und Rayquaza, habe ich da immer Probleme gehabt, die zu fangen, weil die so zäh sind zum Fangen, so hartnäckig sind sie. Ich habe, glaube ich, bei Kyogre habe ich 10 Versuche gebraucht und habe es dann immer noch nicht gefangen damals, wo ich privat mal die Saphir-Edition gespielt habe. Da habe ich meinen Meister beigefangen, weil ich keine Lust hatte. Und dann bei Latias später, oder Latios, weiß gar nicht mehr, was das war, hatte ich dann Probleme, es zu fangen. Aber Latios und Latios kann man ja auch ganz einfach mit Horrorblick fangen. Oder mit der Fähigkeit Wegsperre, die Knackleon und Ruin genau beherrscht. Und wir müssen vorsichtig sein. Er hat seinen Angriffswert erhöht und. Er kann unsere Pokémon killen. Also Gordon ist ja nicht so eine Niete, ne? Wie im Vergleich zu anderen Dingen im Pokémon. Wie zum Beispiel, boah, welches legendäre Pokémon ist denn schwach?
ich sage immer Arctos, ne? Arctos ist ein bisschen eines der schwächeren legendären Pokémon. Oder Scheimen, ja gut, gegen Scheimen haben wir noch nicht gekämpft. Aber es kommt noch im Platin Let's Play, was wahrscheinlich noch lange dauern wird, bis ich die dritte Generation anfangen werde. Bis dahin möchte ich die dritte Generation fertig machen, dann danach geht's mit der dritten los. Ah? Oh, das war knapp. Oh, das wäre so schön gewesen. Das hätte uns eine Menge Zeit erspart, die wir jetzt... Oh Gott, Wonderkill. Die wir jetzt brauchen werden gegen Rodon. Ninjaturm ist schwach gegen den Feuersturm. Ich setze mal Makuhita ein. So, Makuhita. Magst du mal angreifen? Fühlt sich eher, du kämpfst gegen ein wildes Pokémon, gegen ein legendäres Pokémon. Dass das Wetter beherrscht. Und dass der Chef der Kontinent ist. Oh, fühl dich geehrt, du wurdest von dem legendären Pokémon gekillt. Okay, nee, ja, Tom, ich hoffe jetzt, dass kein Feuersturm kommt. Und wenn doch, dann hoffe ich, dass er daneben geht. So, ich setze mal Schutzschild ein, um zu schauen. Und wenn der Erdbeben einsetzt, setze ich, wenn der Feuersturm einsetzt, setze ich Groll ein. Ja, genau, und jetzt setze ich Groll ein und seine AP senken weiter. Und ich hoffe, es vermindert die AP von Feuersturm um 4. Dann wäre es perfekt eigentlich. Okay, er ist schneller, hat Erdbeben eingesetzt. Das heißt, Groll reduziert die AP von Erdbeben. Ja, schlecht, würde ich sagen. Aber gut. Ich werfe jetzt einfach noch ein paar Bälle und wobei... Ne, ich setze noch einmal Schutzschild ein, um zu schauen, wie aggressiv der überhaupt kämpft, ne? Okay, er erhöht seinen Angriffsverteidigungswert, hätte ich einen Schutzschild gar nicht einsetzen müssen. Verdammt, ich habe vergessen zu safe staten vor Groudon. Ach verdammt. Naja, dann mache ich es eben nochmal. Ausspringen natürlich, ne? So, Superball. 1. 2. Ah. Aber es ist so schön, wie der Pokéball wackelt, wenn legendäres Pokémon drin ist. Ist ein schöner Moment. Und wenn es drin ist, ist es der schönste Moment. Ja, ich frage mich, wie viele legendäre Pokémon ich schon insgesamt gefangen habe. 100 bestimmt. So viel wie ich Pokémon spiele. Aber jedes einzelne war schwer zu fangen. Ich setze jetzt einfach mal Schutzschild ein, um zu schauen mal wieder, ne? Weil ich glaube, dass Feuersturm kommt, sagt mir mein Gefühl und es kommt Schützer. Mein Gefühl täuscht sich meistens immer. Aber nur meistens. Das ist ja nicht so, als würde es sich mein Gefühl immer täuschen. Nur meistens. So, noch ein Hyperball. Und 1, 2, 3. Oh, knapp. Knapp. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Naja, also legendäre Pokémon fangen ist immer eine Geduldssache. Und ein bisschen Können ist da auch noch gefragt. Man muss das Pokémon optimal schwächen und einen Statuswert geben, was hier bei uns gerade nicht vorhanden ist. Aber wir haben es gerade ein bisschen, ja, optimal haben wir es jetzt auch nicht so wirklich geschwächt. Also optimal wäre allen 2 KP oder so. Mit Trugschlag wäre eine gute Taktik, legendäre Pokémon zu fangen. Allerdings haben wir hier keinen Trugschlag. Jetzt aber halb im Ball. Gordon, nerv nicht. Geh doch endlich in den Ball. Ne, Moment, ihr hört eine andere Musik, da kann ich ja gar nicht singen. Dann werdet ihr euch fragen, was singt der da? Die Musik ist doch völlig anders. Ich habe die Musik verändert. Oh Gott. 7,5 Minuten sind wir schon in diesem Kampf drin. Ah, das war wieder knapp. Geh in den Ball. Scheiß Pokémon in den Ball. Also ich höre die Musik komplett anders. Hier, ich habe ja für euch extra eine andere Musik eingebaut, weil es ja hier ein epischer Moment ist. Der Pokémon-Fang ist immer episch. Irgendwie scheint er gar nicht mehr Feuersturm einsetzen zu wollen. Na ja, gut, soll mir recht sein. 1, 2. Ach komm, sei doch frustriert. Du bist doch sicher frustriert, da jede Attacke in meinem Leben einfach einen Katzer zufügen kann, oder? Also ich wäre frustriert und wäre schon in den Ball geblieben, würde, und ganz ehrlich. Aber dieses Rollern scheint hartnäckig zu sein. Es möchte noch nicht aufgeben. 1, 2. Also es klappt, also der Ball wackelt. Ja, das ist gut eigentlich. Für Gordon zumindest, also wenn ich mal gegen Gordon kämpfe, ab und zu.
Dann fickt er anfangs immer rum und ja, will überhaupt nicht in dem Ball drin bleiben, aber es scheint ihm gefallen anscheinend mal in die Hyperbälle. Na gut, der hier war eine Ausnahme, der war wahrscheinlich vom Aldi gekauft. Und wahrscheinlich ist sein Angriffswert gerade auf plus 6, beziehungsweise auch seine Verteidigung ist auch wahrscheinlich schon plus 6. Wir haben noch 38 Hyperbälle, aber wir haben genug Bälle. Wir können ja notfalls noch super und normale Pokebälle verwenden. Jetzt bleib in dem Ball, Gyarodon. Sonst kriegst du aufs Maul. Ich weiß, Groll ist übrigens das schwerste aller Pokémon, fällt mir gerade so ein. Es wiegt 950 Kilogramm. Was eigentlich zu leicht für so ein Pokémon ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Relaxo wiegt 800 Kilogramm und ist das drittschwerste Pokémon. Und ich glaube, das zweitschwerste ist Stardust, kann das sein? Ne, Stardust ist es nicht, oder? Stardust? Ne. Irgendein Gesteinsboden-Pokémon. Eins? Oder vielleicht, ne. Ne, ich dachte gerade, das wäre Stolrak, aber... Ne, Quatsch, Stolus, aber Stolus ist schon ein bisschen leichter, ein leichteres Gesteins-Pokémon. Oder? Ich weiß nicht. Muss ich im Wicken nachschauen. Ich ist komplett aber nicht in den Ball. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Mir gehen langsam die Worte aus. Mir fehlen die Worte. Du bleibst jetzt in deinem Ball. Sonst kriegst du einen auf den Poppes. Ne, dann nehme ich so einen Kochlöffel und versohle deinen Popo. Wie es deine Mutter immer gemacht hat. Deine kleine deine Gördermutter. So mit Schleife wahrscheinlich immer im Kopf, ne? Gyarodon, ich bin deine Mutter. Du bleibst sofort in dem Ball drin, sonst gibt's Hausarrest. Also Gyarodon, du hast deine Mutter gehört. Bleib in dem Ball. Ich will nicht auf seine Mutter hören. Was ist denn das für ein ungezogenes Kind? Da hilft keine Super-Nanny mehr. Ich ruf die Super-Nanny an und dann bleibt Gyarodon in seinem Ball drin. Das kann ich euch versichern. Jetzt aber. Ich ruf die ernsthaft jetzt. Also langsam werde ich schon richtig frustriert, ne? Nach 10 Minuten Pokémon fangen, da fängt es langsam an, einem auf die Nerven zu gehen, oder beziehungsweise mir. Bei euch wird es wahrscheinlich nicht so kurz sein wie bei mir. Ich reg mich in Sachen Pokémon fangen etwas zu leicht auf. Und? Ah, aber es funktioniert. Ich meine, es kann schlimmer sein, ne? Stellt euch mal vor, er würde verzweifelt jetzt einsetzen. Das wäre ja jetzt ungeil. Bleib in dem Ball, Gyarodon. Ganz ernst jetzt, Gyarodon? Soll ich die Supernanny holen? Oder Andreas, der schreit dir richtig ins Ohr. Halt, stopp! Willst du eine Pizza? Ich glaube, Gyarodon, wenn du im Ball drin bist, kriegst du eine Pizza. Ich bin dir eine Pizza. Okay, du kriegst eine Pizza, Gyarodon. Sehr schön. Okay, ich spendiere Gyarodon jetzt eine Pizza. Ja, okay. Pokédex-Eintrag von Gyarodon. Kontinent. Größe 3,50 Meter. Ganz klein, eigentlich das ist so groß wie... ich würde sagen, eine große Straßenlaterne, wie man sie in der Innenstadt sieht. Ja, so richtig große Laternendinger. Gewicht 950 Kilogramm, habe ich ja vorhin gesagt. Fast eine Tonne. Gyarodon wurde lange Zeit in der Mythologie als ein Pokémon beschrieben, das Land erschaffen und Kontinente vergrößern kann. Dieses Pokémon fiel nach einem erbitterten Kampf mit Kyogre in den Schlaf. Okay, ja, gut, wir gehen jetzt Pizza essen, Gyarodon, ne? Die Frage ist, wo gibt's denn die Pizzeria? Also erstmal ein Safe State, ne? Safe State. So, und jetzt mache ich wieder Stopp und die Musik mache ich wieder an. Okay, Leute, Musik ist wieder an, ihr hört es, bam, bam, bam. Und wir verlassen jetzt die Uhrzeithöhle. Die können wir übrigens nicht mehr betreten. Oder können wir die noch betreten? Und meine Katze kratzt an der Tür. Toll. Willst du mich nerven? Oh, hier gibt es wilde Pokémon, habe ich ja ganz vergessen. Flunkiffer, na, du siehst aber bekifft aus. Wie heißt dein Dealer? Mit Rohr. Moment, ich schmeiß mal schnell meine Katze raus. Okay, Katze ist rausgeschmissen, weiter geht's. Ich glaube, ich tritt dich in den Himmel. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir Gyarodon so schnell fangen werden. Ich dachte, wir
haben jetzt einen riesigen langen Part hinter vor uns. Naja, bin ich eigentlich mehr oder weniger glücklich, dass wir so früh gefangen haben. Denn dann muss ich weniger mit der Musik ein bisschen rumschneiden, weil ich muss das Ganze so zusammenschneiden, dass es passt mit der Musik her. Und das ist ziemlich aufwendig. Gibt's denn nur für einen Kiffer? Also wenn es so weitergeht, werde ich auch noch zu einem Kiffer. Die Frage ist, was mache ich jetzt in diesem Part? Ich glaube, ich werde in diesem Part noch Bären mixen und am Ende diesen Part. Dann machen wir im nächsten Part den Wasserarena-Leiter, holen unseren letzten Orden und dann, ja, danach machen wir die Pokémon-Wettbewerbe. Genauso machen wir es und danach, nach den Pokémon-Wettbewerben, schauen wir uns die ganze Region nochmal an, mit Kaskade und so, und dann machen wir uns auf den Weg in die Pokémon-Liga nach Poké City, spielen das Spiel durch. Danach, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, kämpfen wir gegen die drei Regis und gegen Rayquaza. Genau so machen wir es. Und dann ist das Let's Play vorbei. Danach geht's mit Kristall weiter. Mit Pokémon Kristall. Ah, ich freue mich schon. Aber erstmal in Splinter Cell und Pandora Tomorrow fertig habe. Da werde ich es so machen, dass es alle zwei Tage einen Part gibt. Hoffentlich schaffe ich es. Ich glaube eher, ja, dass ich es schaffe. Und danach geht's mit Minecraft weiter. Pokémon Kristall. Genauso werde ich es machen. So. Und hey! Alle sind wieder aus ihren Häusern raus! Yeah! Und die Musik ist wieder da! Die Musik ist wieder da! Die Musik ist wieder da! Gordon ist gefangen worden! Ja, jetzt schauen wir uns dieses Haus an, das ich glaube ich gesehen habe. Nur um sicherzustellen, weil ich glaube, dass man hier ein Item kriegt. Wenn ich mich nicht irre. Es muss eine Verbindung zwischen Snarrowin und blub. Haben wir ihn schon angesprochen? Ich weiß gar nicht. Mein großer Bruder stürzt aufs Meer. Aha, sehr interessant. Und wir fliegen jetzt ins Pokémon Center. Mit unserem toten Tropius. Alles kann immer noch fliegen. Selbst tot wird es uns immer noch dienlich sein. So, und heilen unsere Pokémon und jetzt dann machen wir uns ein paar Riegel! Dam. Aber zuvor haben wir noch was zu erledigen. Makuhita! Hier wartet nämlich Treu auf uns. Kevin, dir verdanken wir alles. Der Himmel über Xenero-Welt ist wieder normal. Dafür dankt dir auch Vasili. Und genau dieser Vasili erwartet dich dort drinnen. Er ist stark, aber auf dem Weg, auf dem du dich jetzt befindest, solltest du keine Probleme haben, ihn zu besiegen. Gib dein Bestes. Und tschüss, Treu. Wir sehen uns. Aber jetzt machen wir uns ein paar Riegel. Die letzten... Wie viele Minuten haben wir noch Zeit? Ich sag mal 10 Minuten. Und dann geben wir so unserem Voltenso. Und dann hat es den maximalen Schönheitswert in Sachen Coolness. Und ja. Dann heißt es Superklasse. Ist das nicht super? Okay, die Wettbewerbshalle haben wir noch gar nicht angeschaut, oder? Ich weiß gar nicht. Egal, ist auch nicht so wichtig. Und hier gibt es 4 Leute, das heißt bessere Regel für uns. Ja, ich weiß, wie man Poké-Regel mixt. Dass diese Frage immer kommt, wenn man an den Pokémon-Regel-Mix-Stand rangeht. So, ich werde alle 8 Amrena-Bären verschwenden. Und sie dann unserem Volten zu geben. Jetzt heißt Mixer-Time. Ach, ich bin doch so ein Mixer, Warum kriege ich nur Doppeldinge, ey? Ich meine nur einfache Kreise. Ich will einen Doppelkreis. Habe ich gewonnen? Die Tossi hat gewonnen. Toll. Den Scheiß speed ich. Okay, muss aufpassen mit dem Speeden, nicht dass ich da noch was verpasse. Jetzt komm schon! Mensch, warum kriege ich nur einfache Kreise? Ich will Doppelkreise. Ich will einen Doppelkreis! Was kann ich denn jetzt mit dem Doppelkreis? Oh Mann, ich bin so schlecht. Oh. Ich
bin ein alter Sack. Ha, so stelle ich mir das vor, den Anfang. Nein! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Doppelkreis! Doppelkreis! Oh, 92 km/h oder beziehungsweise mph, das sind ja Meilen pro Stunde vom Muskelmarkt. Haben wir gewonnen? Ach Mensch, wir waren so gut. Kam mir das irgendwie vor. Okay, 5 Amarena-Bären haben wir noch übrig. Die wir alle mit Liebe gepflanzt haben. Mit unserer kleinen Kindergießkanne. Yay! Es kommt schon, du verdammter Pfeil. Geh und gebe mir einen Doppelkreis. Ich will einen Doppelkreis. Ich will einen Doppelkreis. Ich will einen scheiß Doppelkreis. Ich bin ein Doppelkreis. Okay, 4 noch übrig. Ich sollte mir meine Lammspitze mal sparen. Dafür ist Gronkh zuständig, ne? Für Lammewitze. Ach Mensch, was war das jetzt? Drei Kreise. Pfeile. Nicht auf Pfeile. Ja, Pfeile, genau. So, ich mach jetzt einen auf Bro. Ha! Ha! Seht ihr, ich hab's euch gesagt. Ich mach jetzt einen auf Bro. Bro. Nein! Ah, sogar gewonnen. Like a boss. Okay, Bärenwechsel wird gestartet. Bla bla bla. 3 Amarena-Bären haben wir noch in der Tasche. 3, 2, 1. Start oder go. Na, Doppelkreis. Ich will einen verdammten Doppelkreis haben, ja? Damit das mal klar ist. Doppelkreis. 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 Ich bin ein verkackten Doppelkreis. Gewonnen? Er ist nicht mein Kumpel, Alter. Ich bin nicht dein Alter, mein Freund. Okay, 2 noch übrig. Oh Gott. Das ist ja langweilig. Da war der Kampf gegen Griolla noch spannender. Ich hab's nur wieder verkackt. Oh, alle, es waren ab, außer ich. Warum bin ich hier der Außenseiter? Alter. Alter. Wie die gerade abgingen, die Alter. Die alle, Alter. Okay, einmal noch, oder? Einmal noch, oder? Ja, einmal. Einmal noch, genau. Amarena-Bär, unsere letzte Amarena-Bär, die wir noch in der Tasche haben. Wir können sie nicht mehr pflanzen. Und ich glaube kaum, dass es noch welche zum Einsammeln gibt. Das heißt, das ist unsere allerletzte Amarena-Bär in diesem Let's Play. Oh, jetzt sahne ich aber ab, Alter! Alter, was geht? Habe ich Drogen genommen? Hallo? Warum gehe ich jetzt ab? Alter Schwede, das war ja like a boss. Hoch 2. Boah, 100. Und Level 12. Alter, krass. Krasser Scheiß. Okay, jetzt geben wir die Bären unserem Voltenso. Na, wo ist denn das Ding? Wo ist denn die... wo ist die Pokémon-Riegel? Dingsbums. Ist sie da ganz oben? Ach, hier ist sie, genau. Indigo Xyan. Ich glaube, die gebe ich irgendeinen anderen unserer Pokémon. Nicht das, was ich nicht unserem Voltenso zu geben. Ich gebe es mal Tropius, ne? Hier, für dich. Schönheit und Klugheit wurde erhöht. Aha. So, hier nochmal eine Xyan für dich. Klugheit. Wow, wow. Jetzt haben wir ein kluges Tropius. So, Voltenso ist hier der... der King unter den schönen Pokémon. Auch wenn, wenn wir nicht den Schönheitswert erkennen können, weil er verbuggt ist. Nein, 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 nein! Ah, shit! Verdammt, jetzt habe ich Tropius versehentlich gegeben. So eine Scheiße. Das gibt's doch nicht. Hoffentlich reichen die Bären noch für den maximalen Schönheitswert. 5 haben noch übrig. Ja, ja, ja. Wir brauchen den maximalen Schönheitswert, ansonsten gewinnen wir nicht. Unser Voltenso soll glitzern.
ne, wenn man es aus dem Pokéball ruft, dann soll man den das Gesicht an ihm von sich selber spiegeln lassen, ne? Dann ist es quasi ein Spiegel und sowohl Tenso. So. Und, das kann knapp werden. Das wird scheiße knapp. Gott, hätte ich diesen einen Riegel nicht verschwendet. Das regt mich jetzt auf. So, du frisst dich jetzt voll mit Riegeln, damit es klar ist, ja? Ansonsten schicke ich dich in den Zwinger. Da werden dich die ganzen Hunde verkloppen, die ganzen Magnarians werden dich beißen, wenn du jetzt nicht schön bist. Oder cool. Cool bist du ja. Oh, seht ihr euch dieses Voltenso an. Es ist so cool. Cool. So, das war unser letzter Riegel. Ah, okay. Perfekt. Das ist jetzt der maximale Schwierigkeitswert. Yay. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir die Superklasse. Ne, im nächsten Part machen wir die Arena, genau. Haha, ich will mich jetzt hier ein bisschen aus der Affäre ziehen. Ne, das wird heute nicht. Im nächsten Part holen wir unseren letzten Orden. Aber zuvor, sind unsere Pokémon angeschlagen? Ne. Gut. Welche Pokémon wollen wir denn trainieren? Nynatom. Nynatom kann man nicht super trainieren. Nynatom ist schwach gegen... Er ist unempfindlich gegen Wasser. Und die meisten setzen hier Wasserattacken ein. Bis auf die Marius. Oh, Marius müssen wir im nächsten Part Acht geben, weil die können Walzer. Gut, dann hier jetzt Schluss. Dann im nächsten Part Arena. Bis dann, Leute. Ciao.